Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, die Gleichstrommaschine. Das letzte Mal haben wir gemacht den Nebenschlussgenerator. Heute machen wir den sogenannten Reihenschlussgenerator. Ich denke, den meisten ist schon klar, wie der verschalten wird. Ihr habt es da wieder ein bisschen aufgezeichnet. Jetzt schauen wir uns die Schaltung an. Wir kommen hier vor einer Seite. Park. Hängen das da. Okay, dann verbinden wir diese zwei Sachen miteinander und da fahren wir auf die andere Seite. Fertig. Ja. Fertig, da rinnt er ja. Schauen wir, wo der hier auch rinnt. Hier rinnt der IA natürlich. Der IA ist also der Erregerstrom. Hier haben wir wieder die Erregerwicklung mit einem LE und einem RE. Ja. Und ja, darüben haben wir dann praktisch, darüben, da ist die Spannung U. Ja. So. So schaut das aus. Ja. Das heißt, je mehr Erregerstrom rinnt, ja, desto größer ist praktisch die Erregung. Je größer die Erregung wird, desto größer wird die innere Spannung. Das war's. Ja. Aber es wird halt da diese Spannung hier wird praktisch reduziert um den Verlust an der Erregerwicklung und irgendwann kommt die Entsättigung. Das heißt, wenn wir uns hier den Zusammenhang anschauen zwischen Spannung und Strom, ja, und das ist der IA, ist der Ankerstrom und das ist die Spannung U, ja, dann schaut das am Anfang so aus. Hier unten wären wir vielleicht nicht bei Null wegfahren, sondern bei einer gewissen Dings, ja, bei der Remanenz vor dem. Und dann fahren wir so hoch, ja, dann kommt das in Sättigung und dann irgendwann geht es sogar wieder runter wegen der... So irgendwie schaut das aus. Das ist die Spannung, die es einstellt. Ja. Also nicht ganz bei Null wegfahren, dann geht es auf, je nach Material. Dann erreichen wir eine maximale Spannung und dann, wenn der Strom mehr wird, geht es wieder nach unten, weil einfach das da ansteigt. Okay? Spannungsverlust da. Fertig. Fertig. Die Spannung lässt sich praktisch nicht regeln. Ja? Nicht so wie im Nebenschlussgenerator, dass man sagt, okay, man macht da einen Widerstand ein, weil der Widerstand würde dann ja auch im Ankerzweig drin liegen, nicht nur im Erregerzweig. Das geht eigentlich nicht. Das geht nicht. Hm? Fertig. Das ist für heute so. Fertig. Wozu braucht man das dann? Zum Beispiel beim Bremsen. Ja? Betriebsbremsen bei Bahn. Ja? Also, Spannung lässt sich nicht einstellen, schreibe. Spannung. Lässt sich nicht einstellen. Betriebsbremsen. Bei Bahnen. Bahnen schreiben wir groß. Sind wir schon fertig. Ja? Sind wir schon fertig mit dem Reihenschlussgenerator? Also, was anderes geht nicht. So. Jetzt möchte ich aber noch kurz erwähnen, wie gehen wir mit Generatoren überhaupt um? Ja? Und zwar, weil das eben so, ich kann nicht einfach jetzt aufhören, weil das ist ja wirklich viel zu kurz. Wie gehen wir mit Generatoren um? Wie schalten wir Generatoren ein? Ja? Sag ich mal, Einschalten von Generatoren. Einschalten von Generatoren, wie machen wir das? Erstens, antreiben. Immer zuerst antreiben. Ja?
Zuerst antreiben, dann ans Netz schalten. Genau, muss so sein. Wenn der aber einschalten will, dann ist der Motor. Ja. Also, zuerst antreiben, dann haben wir eine gewisse Spannung. Okay? Das erste, was passiert nach dem Antreiben, Spannung. An Netz angleichen. Also man treibt den Generator an, der erzeugt eine gewisse Spannung und durch Variation der Erregung zum Beispiel muss ich die Spannung an das Netz angleichen. Ja. Wenn die Spannungen gleich sind, zweitens zuschalten, ja, im ersten Moment kein Strom. Dann nochmal schalten. Oder? Warum eigentlich kein Strom? Weil die zwei Spannungen nicht gleich sind. Wenn die Spannung gleich sind, dann schalte ein. Warum soll der Strom rennen? Ja? Der hat überhaupt keine Veranlassung dazu. Und dann, drittens, Erhöhung der Erregung. Strom zum Netz. Also, antreiben, Spannung variieren, zuschalten, Spannung erhöhen durch Erhöhung der Erregung. Ja. Ja, und wenn wir die Spannung erhöhen, dann belastet es die antreibende Maschine, ob das jetzt eine Turbine ist oder was weiß ich, ist immer egal. Ja. Einschalten von Generatoren. Ausschalten. Sinngemäß umgekehrt. Sinngemäß umgekehrt, gell? Und zwar müssen wir jetzt genau das Gegenteil machen. Erstens, ja, Erregung reduzieren. Bis Strom gleich 0 Ampere. Okay. Bis kein Strom mehr rennt, dann sind nämlich die innere Spannung und die Spannung gleich. Ja, wenn kein Strom mehr rennt, passt. Ja. Kann man die Erregung reduzieren. Was man vielleicht dabei beachten muss, ist, dass die Antriebsmaschine dann vielleicht mit einer Drehzahländerung reagiert. Ich entlaste die Antriebsmaschine. Ja, vorher habe ich es belastet, hier bei der Erhöhung der Erregung habe ich die Antriebsmaschine belastet und jetzt bei der Erregung reduzieren, entlaste ich die Maschine und es kann sein, dass das Omega die Drehzahl ein bisschen ändert. Ja. Ist eh logisch im Endeffekt. Ja. Aber wenn ich das praktisch so weit entlastet habe, dass ich dann 0 Ampere habe, dann kann ich Generator vom Netz trennen. Immer besser einen Kontakt zu öffnen, wenn nicht gerade Strom drüber rennt. Ja, stromloses Schalten ist immer besser. In einem Auto reite ich den nächsten Gang auch nicht rein, ohne dass ich die Kupplung tritt und das momentenfrei mache. Ja, das ist genauso, ich mache das praktisch momentenfrei, Strom 0 ist praktisch keine Energie wird mehr geliefert, ja, und dann schalte ich. Ja, und dann Erregung abschalten. Und dann Antrieb beenden. Ja. Vierten Schritt auf Antrieb beenden. Es ist ja eigentlich logisch, dass das in dieser Reihenfolge passieren muss. Aber gesagt gehört es auch einmal. Okay? Gesagt gehört es auch einmal. Das sind also die Generatoren gewesen. Ja? Nebenschlussgenerator, Reinschlussgenerator.
Wir wollen nicht nur Energie erzeugen, wir wollen sie auch nutzen. Ja? Deswegen werden wir im nächsten Video über Motorbetrieb reden, und zwar Nebenschlussmotor. Ja? Zuerst haben wir über Nebenschlussgenerator geredet, jetzt reden wir halt zuerst bei den Motoren über Nebenschlussmotor. Was es hier zu beachten gibt und wie man damit umgeht, das erfahren wir im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.